Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Umbrella Woodworks, dem rockigsten YouTube-Bastel-Channel. Heute machen wir nochmal ein kleines Revue- und Testvideo. Warum Revue- und Testvideo und wo ist der Unterschied zwischen Unboxing und Test? Das erkläre ich jetzt euch auch noch kurz. Ganz einfach, Unboxing heißt mit Auspacken. Das interessiert manche Leute, die sehen wollen, wie ist das ganze Zeug verpackt und kommt es ordentlich an? Ist es ein Haufen Aufbauarbeit, Zusammenbauarbeit, wie zum Beispiel bei meinem Band- und Tellerschleifer hier, was auch noch als Video kommen wird. Das interessiert einfach manche Leute, deswegen mache ich es normalerweise mit rein, so weit wie möglich. Bei manchen Maschinen ist es mir einfach nicht möglich, wie zum Beispiel bei meinem Kercher hier. Warum ist es mir nicht möglich? Ich habe den hier als Ausstellungsstück gekauft, das heißt, der war fertig aufgebaut, es war keine Verpackung dabei. Nichtsdestotrotz, das hält uns aber nicht davon ab, einfach mal einen Test mit ihm zu machen, wie er arbeitet, wie er saugt, dass ich euch meine Meinung dazu erzähle. Und um das Ganze auch wirklich etwas interessant zu machen für euch, habe ich mit Kercher telefoniert und habe mir ein bisschen die Unterschiede erklären lassen zwischen den ganzen WD-5 Modellen. Also ich werde euch jetzt nicht zwischen allen Modellen die Unterschiede erklären, sondern nur in der WD-5 Reihe. Und zusätzlich halt noch, was am Kercher meiner Ansicht nach besser ist als wie an zig anderen Staubsaugern. Und jetzt sage ich viel Spaß. Wie man hier sieht, er hat eine Aufräumstation, Parkstation für die Rohre. Es ist eine Bodendüse dabei. Die ist umschaltbar für nass oder trocken. Saugen funktioniert auch recht gut. Er hat eine Parkstation zum Aufräumen von dem eigentlichen Schlauch und Einhängen. Zack. Habe ich hier alles fest angeschlossen. Und Test machen wir schnell einen Test an der Maschine, das heißt an meinem Tellerschleifer. Ich mache jetzt kurz einen Schliff ohne Absaugung und hoffe, dass man es auch wirklich auf dem Video so richtig sieht, wie es den Staub hochwirft und wie es ihn aufwirbelt und wie viel Staub da produziert wird. Und dann machen wir schnell einen Schliff mit Absaugung. Ihr seht, ich habe jetzt hier, ich denke mal, das war bestimmt 1 Zentimeter Holz, was ich jetzt schnell weggeschliffen habe. Und es war null Staubproduktion. Ich habe hier auf dem Arbeitstisch ein kleines bisschen minimal, aber sonst null. Das heißt, unser Kercher saugt echt richtig gut. Als nächstes kommen wir zu den Zahlen, Daten, Fakten.
Die muss ich jetzt euch ein bisschen ablesen, weil ich kann sie nicht alle auswendig lernen. Das hier ist das Modell WD5. Er hat eine tatsächliche Saugleistung von 240 Air-Watt. Und die sind nicht nur so irgendwie eine Angabe, die sind gemessen nach einer genormten Messmethode. Der hat einen Energieverbrauch von 1100 Watt, Behältergröße von 25 Liter und Behältermaterial ist Kunststoff. Der Durchmesser von dem ganzen Zubehör ist 35 mm. Das Anschlusskabel ist 5 Meter lang. Das ist für mich auch gut zu wissen, weil mir ist es schon oft passiert, damit einfach das Stromkabel zu kurz war, wenn ich irgendwo hin will damit. Stromart ist klar, 220 bis 240 Volt normale Steckdose. Der Saugschlauch ist 2,2 Meter lang und hat ebenfalls einen Durchmesser von 35 mm. Der Handgriff ist abnehmbar und hat einen elektrostatischen Schutz. Saugrohre sind dabei, zwei Stück aus Kunststoff mit 0,5 Meter Länge und 35 mm Durchmesser. Es ist dabei eine Nass-Trocken-Saugdüse, die umschaltbar ist. Es ist ein Flachfaltenfilter dabei in einer herausnehmbaren Filterkassette. Das erkläre ich euch nachher hinterher noch am Gerät dann. Filterfließbeutel ist einer dabei. Fugendüse ist klar. Er besitzt eine Filterreinigungsfunktion, erkläre ich euch auch gleich. Er ist umschaltbar auf Blasfunktion. Man kann hier oben im Luftauslass dann auch den Schlauch anschließen. Parkposition für die Zubehörteile habt ihr gerade gesehen. Drehschalter ein-aus ist klar. 3-in-1 Tragegriff, stoßfester Umlaufschutz, Zubehöraufbewahrung, Kabelhaken und Ablagefläche für Kleinteile hier oben. So, und jetzt kommen wir zu den meiner Ansicht nach drei wichtigsten Dingen, die jetzt zum Beispiel speziell zur Kaufentscheidung bei mir geführt haben. Der Flachfaltenfilter. Einmal hat er Abreinigungsfunktion. Das ist hier vorne die Taste. Die muss man natürlich betätigen, wenn er ein ist. Ich drücke hier zwei, drei, viermal drauf. Erzeugt der Staubsauger innen drin, ich glaube, Unterdruck, hat man mir erklärt, war das, womit er den Flachfaltenfilter selbst abreinigt. Natürlich gibt es auch Modelle, die das zum Beispiel alle 30 Sekunden automatisch machen, ist aber natürlich dann ganz eine andere Preisliga. Der hier liegt bei ungefähr 150 Euro, je nachdem, wo man kauft, ob es gerade Angebote gibt oder nicht. Ich habe ihn, wie gesagt, gekauft als Ausstellungsstück. Ich habe ihn noch ein bisschen günstiger bekommen. Jetzt kommen wir eben zu dieser herausnehmbaren Filterkassette. Jetzt nehme ich mal eben schnell das Zubehör hier weg. Das hier ist die Filterkassette. Wenn ich hier aufmache, sitzt hier der Luftfilter drin. Also erstmal muss ich sagen, wie man sieht, er ist noch total sauber, obwohl dass wir jetzt richtig viel Staub und Dreck eingesaugt haben vorhin von den Maschinen. Er ist noch richtig sauber, obwohl ich ihn noch nicht abgereinigt habe. Was mir wichtig ist an diesem Filter: A, er filtert Feinstaub. Der kann Feinstaub auffangen. Das bedeutet, wenn ihr viel Sägt, schleift und ihr habt nur einen billigen Staubsauger, der diese Feinstaubfilterfunktion nicht besitzt, bläst er einfach am Luftauslass hinten euch den Feinstaub wieder rein. Und Feinstaub ist schlecht und gesundheitsschädlich für eure Lungen. Und da ich immer mehr säge, schleife und immer mehr bastle und heimwerke, ist mir das langsam wichtig geworden, dass ich einen Feinstaubfilter habe, beziehungsweise eine Absaugstation quasi, wo mir den Feinstaub aus der Luft rausfiltert. Und das macht dieser Filter. Das zweite ist, was ich an diesem Filter hier gut finde.
Ich weiß nicht, ob ihr so einen Staubsauger schon mal gehabt habt. Das ist oft bei vielen Nass-Trockensaugern so. Da ist unten am Kopf, wenn ich den jetzt abnehme, so im Konus verlaufendes rundes Teil dran. Da ist so eine Kugel, glaube ich, noch mit dabei, die irgendwie dann dicht macht, wenn der Wasserstand zum Beispiel zu hoch wird oder so. Und alles, was der dann an Filter hat, die Modelle, die ich jetzt euch gerade beschreibe, ist eben der Staubsaugerbeutel und so ein Schaumstoff, den man da außenrum macht. Das ist wie so ein, keine Ahnung, ich nehme mal so einen kleinen Teppich. Das ist wie so ein Zentimeter dicker Schaumstoff, den ihr dann darauf schiebt. Und der bringt nicht wirklich viel. Das zweite ist dieser Schaumstoff, der ist nicht gerade der stabilste und den, wenn ich mehrmals mit der Druckluft ausblase, dann verreißt mir das. Ich habe so ein Modell vorher gehabt, das ist mir so wirklich passiert. Ja, hatte einfach keinen Wert. Und genau aus diesem Grund hier, das könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Luftfilter vom Auto, so stabil und fest ist das Teil. Genau aus dem Grund war das einer meiner Kaufgründe. Jetzt machen wir hier schnell wieder rein. Wenn ich es richtig rum und zusammenkriege. Jetzt ist es soweit. Ja, genau. Zack, ist er wieder eingerastet. Und hier hinten bläst du dann einfach die gereinigte Luft wieder raus und der Feinstaub bleibt drinnen. Und das war mir eben sehr wichtig. Jetzt machen wir mal schnell auf. Heben den Deckel runter. Zack. Seht ihr das? Hier oben, das Teil ist normalerweise rund. Und genau da sitzt dieser Schaumstoff dann normal davor. Und das ist eben das, wo ich gesagt habe, der Schaumstoff hält nicht viel aus. Dieser Filtervliesbeutel ist auch noch zusätzlich gut. Der hält auch noch mehr Feinstaub zurück als wie ein normaler Papierbeutel. Ich zeige euch schnell. So sieht er aus. Finde ich gut, der ist richtig groß, da passt richtig was rein. Jetzt machen wir schnell wieder zu. Ja, und das waren jetzt eben, ich glaube, die drei Kaufentscheidungen, warum es der bei mir geworden ist. Die Abreinigungsfunktion, weil sonst muss ich, wenn ich viel mache, alle halbe Stunde oder so meinen Filter ausblasen mit der Pressluft. Hier drücke ich einfach immer wieder die Taste regelmäßig. Ich habe den Feinstaubfilter drin, der dann abgereinigt wird. Und perfekt. Er hat eine verdammt gute Saugleistung. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Monate getestet. Vielleicht habt ihr ihn schon ein bisschen auf ein paar Videos entdeckt vorher. Ich habe ihn jetzt wirklich ein paar Monate getestet. Er hat wirklich eine enorme Saugleistung. Also ich bin absolut begeistert davon. Ja, das waren jetzt soweit die technischen Daten. Und ich habe euch gezeigt, was er für spezielle Sachen hat, was jetzt meine zwei, drei anderen, die ich vorher hatte, nicht hatten und konnten. Genau deswegen ist es der geworden. Ich erkläre euch jetzt noch schnell die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen. Das hier ist das Modell WD5. WD5 hat einen Korpus aus Kunststoff. Dann gibt es als nächstes noch das Modell WD5 Premium. Hier ist der einzige großartige Unterschied: Der Korpus ist aus Edelstahl. Sonst gibt es zwischen den beiden nicht wirklich viel Unterschiede. Er ist ein bisschen schwerer und es kommt natürlich darauf an, je nach Angebot sind meistens beim WD5 Premium noch ein bisschen mehr Zubehörteile dabei. Aber von Grund aus, von der Maschine her, ist beim WD5 Premium lediglich der Korpus aus Edelstahl. Dann gibt es noch das Modell WD5P. Das hat jetzt einen großen Unterschied, der für manche von euch interessant sein mag. Und zwar hat der eine eingebaute Steckdose hier oben noch dran, wo ihr eure Geräte anstecken könnt, sei es Sägen, Schleifmaschinen, sonst was. Und diese Steckdose läuft dann über eine Einschaltautomatik. Das heißt,
Ihr steckt den Staubsauger an Strom an, stellt auf Automatik und sobald ihr eure Säge einschaltet, schaltet sich der Staubsauger als Absaugung auch ein. Das hat das Modell WD5P, diese Steckdose. Er hat halt den Stang, Sting, Stang, er hat halt den Schalter hier noch zusätzlich, wo man schalten kann, ganz normal, on, off oder Automatik um die Steckdose. Das Modell WD5P hat es eine Zeit lang auch noch in Premium gegeben mit Stahlkorpus, ist jetzt meines Wissens nach momentan nicht mehr erhältlich, sondern nur noch mit Kunststoffkorpus. Aber das waren die wesentlichen Unterschiede. Zu meinem Endfazit von diesem Staubsauger. Man muss natürlich immer wissen, was man für Anforderungen und Bedürfnisse hat. Es ist klar, das ist jetzt kein hochprofessionelles Gerät, um weiß Gott was für Absaugstationen zu betreiben oder sonst was und 8 Stunden Dauer zu schleifen oder zu sägen. Das ist ein Hobby, Heimwerker, Garagenkeller, Gerät, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde es verdammt gut für meine Arbeiten hier herüben zum Absaugen und meinen Keller mal durchsaugen, ist er wirklich verdammt gut. Er hat eine enorme Saugleistung. Alles zusätzlich für meinen drüberen Raum eine professionelle Absauganlage zulegen. Da muss ich nicht immer und immer wieder die Filterabreinigungstaste drücken, wenn ich viel säge und schleife. Wie gesagt, das hier ist kein professionelles Gerät, das hier ist ein Heimwerkergerät und ich mache langsam immer mehr und deswegen leiste ich mir irgendwann demnächst mal für meinen zweiten Raum drüben eine professionelle Absauganlage. Und diesen Sauger werde ich hier herüben in diesem Raum nutzen, entweder um Boden oder sonst was zum Saugen. Oder wenn ich mal kurz verschleife oder an der Bandsäge mache, dann schließe ich ihn hier an. Und für solche Arbeiten ist er auch definitiv geeignet. Ich habe noch zwei kleine Informationen bekommen von Carrefour. Ich habe mit ihm telefoniert. Wie ich gerade auch schon erwähnt habe, bei sehr schmutzigen Arbeiten und langanhaltender Staubabsaugung, wie zum Beispiel beim Schleifen, soll man oft den Filter abreinigen bzw. ausklopfen. Also nicht nur jede Stunde mal oder nach jedem Projekt mal, sondern regelmäßig, da sonst Saugkraftverlust bevorsteht, weil der Filter dann einfach zumacht. Das sollte man beherzigen. Dann habe ich noch etwas von Carrefour bekommen. Das lese ich euch jetzt einfach mal so vor. Beim Benutzen der Filterabreinigungsfunktion wird darauf hingewiesen, dass kein Staubbeutel angeschlossen werden soll. Er könnte platzen. Das heißt, der Filtervlies, egal ob Filtervlies oder Papierbeutel, sollte nicht angeschlossen oder drinnen sein, wenn ihr die Abreinigungsfunktion betätigt. Ich habe mir das jetzt erstmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Hier muss ich sagen, fände ich gut, wenn man das verändern, verbessern könnte, dass man diese Taste betätigen kann, darf, trotzdem, dass der Staubsaugerbeutel angeschlossen oder drin ist. Allerdings kommt es genau auf den letzten Satz drauf an. Er könnte platzen. Das ist mit Sicherheit nur ein Warnhinweis, weil es passieren könnte. Ich benutze das Ding jetzt, keine Ahnung, 3 Monate, 4 Monate, ich habe das nicht gewusst. Ich habe den Staubsaugerbeutel, den Filtervliesbeutel, immer drin gehabt, immer angeschlossen gehabt und habe immer diese Abreinigungsfunktion benutzt. Und ich habe wirklich viel gesaugt damit. Ich habe hier meine Maschinen, ich habe meine Tischkreissäge, meine Kappsäge und alles damit bis jetzt abgesaugt, weil ich meine alten Staubsauger komplett alle rausgeschmissen hatten, weil die keine Saugleistung mehr hatten. Ich habe das immer damit gemacht und dieser Beutel ist mir monatelang nicht geplatzt.
Deswegen halte ich das für ein Warnhinweis, was man beachten sollte. Ob man es macht, ist eben selbst überlassen. Ich mache es so nicht. Ich lasse weiterhin den Staubsaugerbeutel drin, während ich die Abreinigungsfunktion benutze, weil es kann nichts dabei kaputt gehen. Also es wird keine Explosion oder sonst was geben. Es ist ja beschrieben, es könnte nur passieren, dass der Beutel etwas platzt bzw. aufreißt. Wenn mir das wirklich mal passieren sollte, dann lasse ich es A, euch wissen, B, was ist dann viel, mein Gott, dann habe ich den Dreck halt im großen Behälter drin. Das ist gleich so, als würde ich ohne Beutel saugen. Dann muss ich halt den Dreck vom großen Beutel in einen Müllbeutel reinkippen und fertig. Mehr kann da nicht passieren.